Moin moin, liebe FIFA-Freunde da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Play-Review. Heute geht es um den wunderbaren Theo Walcott, der endlich eine Flashback-Karte bekommen hat. Endlich in Anführungsstrichen, weil sie vor einigen Tagen geleakt wurde und sich viele Leute auf die Karte gefreut haben. Denn sie lässt mit Sicherheit einige FIFA-Herzen höher schlagen. Denn alle die Leute, die schon mal damals in FIFA 13, 14 aktiv gezockt haben oder FIFA 12, da war der Theo Walcott immer sehr, sehr stark, gerade mit seinen Informs. Hier bekommt er eine Karte mit 99 Pace und könnte der englische Aloy Varane-Verschnitt sein. Und hier kann ich direkt eingrätschen, nein, 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 nein. Er fühlt sich nicht an wie 99 Tempo. Er hat aber ganz andere Sachen, die mir sehr gut gefallen haben, aber nichtsdestotrotz gibt es ein paar Kritikpunkte. Ich möchte dir auch noch ein paar Alternativen zu Walcott liefern, bevor du gegebenenfalls die SBC abschließt und am Ende unzufrieden bist. Also lass gerne ein Like und einen Kommentar da für den Algorithmus und abonniere gerne den Kanal, wenn du keins dieser Reviews mehr verpassen möchtest. Also, krempeln wir kurz die Ärmel hoch und fangen genau da an, was jetzt wahrscheinlich dem einen oder anderen den Zahn gezogen hat. Was? Er sagt, Theo Walcott fühlt sich nicht an wie 99 Pace? Meiner Meinung nach nicht. Und das hat einen relativ simplen Grund. Auch wenn sein Bodytype mit Lean nearly perfect ist und er mit 1,76 und 68 Kilo sich wirklich auf dem Platz gut anfühlt, hat er ein großes Problem. Und das ist sein Antrittstyp. Er ist explosive. Und wie viele andere FIFA-Spieler bin ich kein großer Fan von explosive in diesem FIFA-Teil. Denn, wie der Name schon sagt, der Spieler baut kurzzeitig viel Tempo auf und verliert es dann einfach extrem. Das heißt, er ist auf die ersten zwei Steps sehr schnell, aber das sind viele andere Spieler mit Explosive auch, aber dann baut er das Tempo ab und er fühlt sich nicht an wie 99 Tempo. Wenn ich das Ganze mit Sirloth vergleiche, der 99 Sprintgeschwindigkeit hat, dann ist Sirloth vom Tempo her eine ganz, 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 ganz andere Liga, weil Lengthy dort einfach nur mal reinkickt. Und so funktioniert nun mal dieser FIFA-Teil. Aber ist das schlimm? Nein, meiner Meinung nach nicht, denn mit Theo Walcott haben wir diverse alternative Möglichkeiten. Ich habe ihn auf Basic gespielt, ich habe ihn auf Marksman gespielt und ich habe ihn auch auf Architect gespielt, falls jetzt jemand sagt, ja, mit Controlled ist es bestimmt viel besser. Ja, wenn du ihn auf Architect spielst und er ist Controlled, dann fühlt er sich vom Tempo her ein bisschen kontrollierter und auch konstanter an, aber immer noch nicht wie 99 Pace. Und dann hat er mir auch vom Dribbling her nicht mehr so gut gefallen und auch die Shot-Power, die ein bisschen liegen geblieben ist, war dann eher so lala. Das heißt, solltest du ihn auf Controlled oder auf Architect spielen, also Controlled mit Architect spielen, spiel ihn gerne im LM, im RM oder sogar vielleicht als Achter, der ein bisschen offensiver ist, aber stell den nicht in Sturm. Generell hat er mir als zweiter Stürmer neben Sirloth nicht ganz so gut gefallen. Sein Positioning ging klar, aber das Tempo hat einfach dazu geführt, dass er, eben weil er auch nicht so viel wiegt, diverse Bälle ab und zu unglücklicherweise verloren hat. Was mich sehr positiv überrascht hat, war hingegen auf Basic seine Pässe. Auch gerade, wenn ich ihn später mit Marksman gespielt habe, konnten sich seine Pässe immer noch sehen lassen. Und er hatte diverse Situationen wie hier, wo er den Ball sehr gut gewinnt und dann eine überragende Flanke raushaut. Das heißt, das Passspiel fand ich sehr geil. Und dann habe ich ihn in 4-3-2-1 als linken Stürmer gespielt. Das heißt, ich hatte im Sturm Sirloth, als rechter Stürmer hatte ich Mane und links hatte ich den Walcott. Und da hat er richtig sauber performt. Er hat die ganze oder das ganze Spiel über die vollen 90 Minuten gezeigt, was er auf dem Kasten hat. Und das sind auch Kopfballduelle, die er gewinnen kann. Ja, das sind Pässe, die er einfach mit dem Kopf, mit der Brust, mit der Hacke oder mit dem Außenriss spielt, die allesamt richtig gut ankommen und mich echt überzeugt haben. Allerdings weiß ich nicht so ganz, was ich von ihm halten soll, wenn es auch darum geht, ihn als Supersub zu machen. Weil, ich bin ganz ehrlich, das kann man machen, wenn man genügend Untrades hat, aber ich kriege da so ein bisschen Flashbacks an meinen Saka, den ich die ganze Zeit gespielt habe, von Arsenal. Seine Honorable-Karte spielt sich überragend. Und gerade in der Startaufstellung, ja, muss ich ganz klar sagen, wenn man den auf Marksman zockt, ist Saka der deutlich bessere zweite Stürmer und die Karte, die sich auch deutlich schneller anfühlt, weil er dann eben einfach controlled ist und ein bisschen besseren Bodytype hat. Aber nichtsdestotrotz hatte ich mit Theo Walcott Spaß. Das Dribbling und die enge Ballführung hat mich super, super positiv überrascht und wie gesagt, die Pässe reihen sich da komplett mit ein. Allerdings solltet ihr nicht erwarten, hier den schnellsten Stürmer im Spiel zu bekommen. Der stand nämlich neben ihm. Das ist der gute Sirloth. Sirloth ist absolut krass und meiner Meinung nach ein absolutes Tier und No-Brainer, aber das muss jeder für sich selbst wissen. So, hier sehen wir nochmal, wie gut die Ballführung ist und wie schön er den Ball mitnehmen kann. Also, ich hoffe, ich konnte euch jetzt relativ gut zusammenfassen, was natürlich lediglich meine Meinung ist. Am Ende kann sich jeder eine eigene Meinung bilden, und das ist ja letztendlich auch das, was wichtig ist, wieso ich ihn gut finde oder nicht ganz so gut finde. Von meiner Seite aus gibt es eine 8,1. Man kann ihn machen, man muss ihn aber nicht machen. Ich habe ihn mitgenommen und ich werde es nicht bereuen. Und das ist das, worauf es am Ende des Tages ankommt. Ich werde Spaß mit ihm haben und ihr hoffentlich ebenfalls mit ihm, wenn ihr ihn macht. Peace, peace, ich bin hier raus. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir sehen uns auf Twitch. Ciao, ciao.